Hallo, mein Name ist Amanda Nentwig und ich bin psychologische Psychotherapeutin und möchte heute über die Angst vor Keimen sprechen. Die Angst vor Keimen finde ich persönlich eine sehr spannende Angst. Denn wenn es um die Angst vor Krankheiten geht, ist ja vorweg zu sagen, dass diese Angst evolutionär total viel Sinn macht. Und nun ist es trotzdem so, dass bei vielen Betroffenen eine Art Scham und ja, Selbstanklage vorzufinden ist. Wenn dich das betrifft, finde ich es wichtig, dich daran zu erinnern, dass deine Angst dich schützen will. Denn die meisten Menschen wollen nicht krank sein. Wir wollen gesund sein und Keime können ja auch ganz schön gefährlich für uns sein. Und deswegen kann ein Umgang mit der Angst vor Keimen pragmatischerweise nie darin bestehen, dass wir die Angst komplett loswerden wollen. Denn die Angst ist vom Grundsatz her sinnvoll. Das Problem entsteht dann an der Stelle, wenn die Angst rigide, unflexibel und überbordend wird. Und deine Aufgabe besteht ein Stück weit darin, zu erkennen, ab wann die Angst einen Film ablaufen lässt, der mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat. Wie kann man damit umgehen? Naja, ein Stück weit ist ja erstmal eine sinnvolle Frage für dich. Wovor genau hast du Angst? Und diese Frage wird für jeden ein klein bisschen unterschiedlich aussehen. Ich oute mich mal als eine Person, die aktuell keine sehr positive Beziehung mit Keimen besitzt. Ich würde auch so weit gehen, sagen, dass ich die Angst vor Keimen gerade in den letzten 2, 2,5 Jahren sehr gut kennengelernt habe durch meine Mutterrolle eines Kleinkindes. Aus verschiedenen Gründen bestand bei mir lange Zeit der große Wunsch, dass wir keine Keime nach Hause bringen, weil Krankheiten für uns einfach Konsequenzen hatten, die wir nicht gerne tragen wollten. Und an der Stelle ist es ja wichtig zu verstehen, was ist so das Worst-Case-Szenario, was man selbst bei dieser Angst hat. Bei mir ging es beispielsweise viel um mein Kind. Bevor mein Kind da war, hatte ich keine Angst vor Keimen. Da war mir das relativ egal. Oder auch Corona hat ja bei uns Menschen in der Denkweise über Keime etwas verändert. Und schau doch mal, was für eine individuelle Bedeutung Keime für dich und für dein Leben haben. Wenn du am Ende der Sorgenkette mal schaust, was ist das ultimative Worst-Case-Szenario? Dann hast du ein Szenario, das du im Rahmen eines Realitätschecks immer mal wieder abgleichen kannst. Nämlich, wenn du dich dabei erwischt, dass du ganz viel kontrollierst und versuchst zu vermeiden und dich in deinem Angstfilm verlierst, kannst du mal einen Realitätsabgleich machen und schauen, wie realistisch ist es denn, dass das Worst-Case-Szenario eintritt. Ich meine beispielsweise, wenn man mit einem Menschen mit Krebserkrankung zusammenlebt und Panik vor Keimen hat, dann würde die Realitätsprüfung ergeben, ja, es ist wichtig, penibel darauf zu achten, dass man keinen Keim nach Hause bringt, weil die krebskranke Person ja wirklich im Rahmen einer kleinen Infektion schwer erkranken kann. Aber ganz oft merken wir, wenn wir so einen Realitätscheck machen, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so hoch ist, dass unser Worst-Case-Szenario eintritt. Im nächsten Schritt wirst du aber feststellen, naja, ist das vielleicht nicht wahrscheinlich, aber es gibt eine gewisse Option, dass das Worst-Case-Szenario eintritt. Und da kommen wir an einen Begriff, den ich für dieses Thema ganz passend finde, nämlich für die sogenannte Toleranz gegenüber Unsicherheiten. Toleranz gegenüber Unsicherheiten ist ja eine Eigenschaft, die man zu unterschiedlichen Ausprägungen hat und die man versuchen kann zu kultivieren. Und zwar als Mensch, der eine geringe Toleranz für Unsicherheiten hat, und da oute ich mich jetzt mal, ich gehöre zu diesen Menschen, kann es ein günstiges Ziel sein, sich tagtäglich vorzunehmen, die eigene Toleranz für Unsicherheiten zu erhöhen. Und immer wieder, wenn man vor Situationen steht oder vor Entscheidungen, kontrolliere ich jetzt, ziehe ich mich zurück, desinfiziere ich, google ich, gehe ich zum Arzt, sich vor Augen zu führen, dass es ein sinnvolles Ziel ist, Unsicherheiten auszuhalten. Und dann auf Basis dessen zu versuchen, in eine Art Konfrontation zu gehen. Und wenn das nicht gelingt, ist es da aber auch wieder ganz wichtig, zurückzufallen in das Selbstmitgefühl, ja, in die Selbstakzeptanz
und sich nicht abzuurteilen und sich vor Augen zu führen, dass es zumindest jetzt zum eigenen Leben dazugehört, dass man diesen Balanceakt versucht zu vollziehen. Diese Balance zwischen, man hat diese Angst und diese Angst ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Sie versucht uns zu schützen, deswegen darf sie da sein, aber wir lassen die Angst nicht ausufern. Und in der Summe kann man nach und nach lernen, Bewusstheit zu entwickeln. Bewusstheit darüber, wo stehe ich jetzt gerade? Bin ich gerade in einem realitätsfernen Panikmodus? Verliere ich mich gerade in Rückversicherungsstrategien, in katastrophisierenden Gedanken, die mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben? Oder gelingt es mir, mich wieder zurückzuholen in die Realität, die zwar vielleicht nicht angstfrei ist, aber die ein bisschen freier und ein bisschen flexibler ist? Und last but not least, aber immer wieder ganz nachsichtig mit dir bist und dir von keinem Arzt, keinem Angehörigen einreden lässt, dass du nicht in Ordnung wärst, weil du diese Ängste fühlst. Du hast es trotzdem verdient, ernst genommen zu werden. Und daran darfst du dich immer wieder erinnern. Wenn du weitere Fragen zu dieser Angst hast, dann lass mir gerne einen Kommentar mit deiner Frage da. Und ich freue mich, wenn du demnächst wieder bei meinem Kanal vorbeischauen magst.